Willkommen bei Raum Smart. Heute soll es darum gehen, wie man solch einen Temperaturfühler über diese beiden Shelly-Komponenten, das ist das Shelly Plus Add-on und das Shelly Plus 1PM, verwendet. Und zwar mittels der Shelly Smart Control App, die ja seit Sommer 2023 neu ist. Und im Beispiel soll es um die Temperaturerfassung an einem Warmwasserspeicher gehen. Los geht's! Ja, hier geht es nun also um diese drei Komponenten, wobei erst einmal das Basisgerät installiert werden muss. Hier ist ein Shelly Plus 1PM verwendet worden. Man könnte natürlich auch ein anderes Gerät verwenden. Ich habe aber nun dieses hier genommen. Für alle vorherigen und nachfolgenden Hinweise im Video ist ganz klar einzuhalten, dass Elektroarbeiten nur von entsprechendem Fachpersonal ausgeführt werden kann. Es besteht Lebensgefahr. So, hier ist der elektrische Anschluss nun dargestellt. Links das Shelly Add-on mit dem Fühleranschluss über die Kontakte VCC, Data, GND. Rechts das Shelly Plus 1PM. Hier ist erstmal provisorisch der 220 Volt-Anschluss dargestellt und dann, so dass man das Shelly Plus 1PM erstmal in Betrieb nehmen kann über die App. Die Shelly App ist erstmal kostenlos und muss dann halt geladen werden. Ich habe hier den Raum schon eingerichtet, das ist der Heizungsraum und da soll nun die neue Komponente hin. So fügt man das dann hinzu, dieses Gerät. Man kann natürlich auch andere Methoden verwenden. Ich habe es hier so gemacht. Hier muss dieses Shelly Plus 1PM erstmal ausgesucht werden und dann wird das Ganze hinzugefügt. So, jetzt findet die Verbindung zum heimischen WLAN-Netz statt. Und ja, dann hier auf Verbinden. Gleich wird der Gerätename abgefragt. Da habe ich dann Temperaturfühler eingegeben. Das ist natürlich der Name des Shelly Plus 1PM. Das Shelly Plus Add-on kann halt mehrere Fühler aufnehmen. Und über das Basisgerät des Shelly Plus 1PM wird das Ganze dann verwaltet über die App. Und ich habe es aber dennoch hier so gemacht. Man könnte ja zum Beispiel auch Datenspeicher hier eingeben und dann die einzelnen Temperaturfühler dann so benennen, wie man sie möchte. Aber ich habe es halt so gemacht. So, dann wird der Raum ausgewählt. Hier ist es der Heizungsraum, den ich halt vorher schon angelegt hatte und da habe ich auch schon Gerätekomponenten drin. Hier wird das Shelly Plus 1PM dann hinzugefügt. So, hier ist es dann, erscheint es in der App und es findet jetzt eine Verbindung zur Cloud statt und ja, man kann das schon mal kurz testen, das Ein- und Ausschalten, denn über das Shelly Plus 1PM sind natürlich auch Schaltvorgänge möglich. Wenn man das Zahnrad hier unten auswählt, dann kommt man auf Einstellungen. Ja, und dabei habe ich nun festgestellt, dass das Ganze nur noch auf Englisch ist und das möchte ich hier auch gar nicht rausschneiden. Über diesen Einstellknopf geht man da auf Language und ja, wählt hier Deutsch aus. Dann werden beide Geräte zusammengesetzt. Das muss im stromlosen Zustand passieren. Die App ist auch geschlossen. Dann sind diese Stifte zu beachten, die genau in die Öffnung reinpassen müssen. Und das muss auch vorsichtig passieren. Dann wird das Ganze zusammengesteckt. Und mit der App kann man nun erst einmal dafür sorgen, dass das Add-on praktisch durch eine Routine eingebunden wird. Das passiert, indem man auf dieses Symbol klickt, dann Add-on hinzufügen, auswählen. Die Einstellung ist hier erfolgreich durchgeführt. Da muss halt ein Neustart erfolgen, das wird aber von der App gut vorgegeben. Ja, dann ist dieses erste Bild da. Es muss aber noch einmal diese Routine durchgeführt werden, um den richtigen Fühler halt auch einzubinden. Ja, dann wird noch einmal diese Sache so durchgeführt, wie hier dargestellt. Und dann ist der Temperaturfühler praktisch schon integriert. Hier wird praktisch schon die Temperatur gemessen. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Integration geklappt hat. Nun geht es hier um das Beispiel am Warmwasserspeicher. Da soll dieser Temperaturfühler nun eingeführt werden. Das ist ein Fiesmann-Speicher, wo das wirklich sehr gut geht.
Da sind so Rändelschrauben, da sind drei Einführungen. Diese Rändelschrauben kann man vorher öffnen und dann nach dem Einführen wieder schließen. Wie gesagt, sehr gut. So, und dann wird das Ganze halt, das Ganze ist dann in dieser Abzweigdose untergebracht. So, nun sind ein paar Tage des Messens ins Land gegangen. Jetzt kann man die App nochmal öffnen, hier auf diesen Temperaturfühler anwählen. Ja, und dann gleich zu dieser Datengrafikauswertung. Da muss man erstmal runterscrollen und dann sieht man die gemessene Temperatur über einen gewissen Zeitraum. Hier kann man den Diagrammtyp auswählen. Ich gehe immer gerne auf diesen Säulentyp. Und hier ist auch der Messzeitraum auswählbar. In dem Fall nun mal die letzten 7 Tage. Dann kann man durch Anwählen der einzelnen Säulen die aktuellen damaligen Messwerte feststellen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit des CSV-Datenexports. Damit kann man dann halt nachträglich auch noch weitere Analysen und Auswertungen vornehmen. Mit diesem Button gelangt man zu den weiteren Add-on-Einstellungen. Falls es mehrere Fühler gäbe, würden die angezeigt werden. Der zweite Punkt ist dann halt, dass man hier nochmal einen Sensornamen vergeben kann. Der ist jetzt hier standardmäßig von Chili vorgegeben. Der nächste Punkt, das sind die Temperatureinheiten, ist natürlich auf Grad Celsius eingestellt. Das nächste ist der Temperatur-Offset. Das ist sozusagen, vereinfacht gesagt, so eine nachträgliche Kalibrierung. Der nächste Punkt ist der frei eingebbare Temperaturschwellenwert. Der ist hier standardmäßig auf 0,1 eingestellt. Ja, und dann gibt es hier noch die Einstellmöglichkeit von Add-on-Aktionen. Bei dieser Basiserläuterung möchte ich aber doch lieber erst einmal eine Szene darstellen, weil das ein wirklich mächtiges Werkzeug von Shelly ist. Hier wählt man dazu dann halt Szene an und auch auf Plus für eine neue Szene. Ja, das Ganze soll eine Temperaturüberwachung sein und deswegen nenne ich das auch Temperaturwarnung. Und ja, es soll halt praktisch gewarnt werden, wenn über 4 Stunden lang hinweg die Temperatur unter 50 Grad Celsius ist. Auf Weiter, dann muss nochmal der Heizungsraum angewählt werden. Dann geht es um das Hinzufügen der Bedingungen, die ist gerätebasiert. Man muss nur das Gerät aussuchen, das ist im Heizungsraum. Deswegen wählt man den halt auch an und dann das Gerät, das ist der Temperaturfühler, Warmwasser. Ja, und es geht hier um eine Temperaturerkennung und zwar um 50 Grad Celsius. Wenn die weniger ist, dann soll halt was passieren. Und hier geht es nochmal um die 240 Minuten, das sind 4 Stunden. Dann nämlich soll was passieren. Und was passiert, das wird hier eingegeben, indem man auf Weiter geht. Hier geht es um die Aktion, die dann passieren soll. Man kann auch Geräteaktionen nehmen, also man kann was schalten zum Beispiel. Darum geht es hier aber nicht. Wir wollen eine Meldung haben. Deswegen Benachrichtigung, Aktion benachrichtigen, E-Mail-Benachrichtigung und dann muss man noch halt den Satz eingeben, der in der E-Mail stehen soll. Die E-Mail ist die E-Mail-Adresse, die man bei Shelly anfangs eingegeben hat, da kriegt man die Benachrichtigung dann drauf und ja, als nächstes speichern. Und dann kann man noch eingeben, in welchen Zeiten das passiert, wann die Szene aktiv sein soll und dann weiter speichern und dann steht die Szene. Temperaturwarnung. Und so sähe dann die Benachrichtigung per E-Mail aus. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Das soll es jetzt aber erst einmal gewesen sein. Ich danke recht herzlich fürs Reinschauen und über ein Abo würde ich mich freuen. Bis demnächst.